Neapel sehen und sterben, lautet ein Sprichwort in Anlehnung an die frühere Schönheit der Stadt. Heute versinkt die süditalienische Metropole im Müll. Über 150.000 Tonnen Abfall stapeln sich entlang der Straßen. Neapel stinkt zum Himmel. Es ist eine Schande. Sogar in Australien, Amerika und China wird über uns berichtet. Das hier ist die dritte Welt. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur darüber rede. Die Neapolitaner zahlen die höchsten Abfallgebühren Italiens. Es gibt 20.000 Müllmänner und dennoch herrscht Notstand. Warum die Stadt im Müll versinkt, weiß Roberto Saviano. Seit er die Omerta gebrochen und einen Bestseller über die Camorra geschrieben hat, lebt er unter Polizeischutz. Exklusiv äußert er sich bei Spiegel TV über das Geschäft mit dem Müll. Es geht um dermaßen hohe Summen, dass sich niemand mehr um die Moral schert. Es werden 600 Millionen Euro verdient, das bestätigt auch die Anti-Mafia-Behörde, in nur diesem Markt. Die Sektoren Immobilien, Transport, Kleidung und Kokain mal beiseite gelassen. Allein im Bereich Müll nimmt die Camorra 600 Millionen Euro ein. Und wir reden jetzt nur von einem Clan. Wie in einer Geisterstadt stehen in der Peripherie Neapels hunderte von Müllwagen ungenutzt herum. Grund Nummer eins für den Stillstand, die Deponien sind voll. Warum sind die Deponien voll? Weil sie missbraucht werden. Missbraucht bedeutet, die Müllunternehmen der Camorra haben in den Deponien weitaus mehr Müll gelagert, als sie per Gesetz eigentlich dürften. Denn die Camorra hat über 30 Jahre den Giftmüll aus Norditalien entsorgt. Grund Nummer zwei für das Müllchaos: Trotz 2 Milliarden Euro Investitionen gibt es noch immer keinen geschlossenen Müllkreislauf. Es existiert nicht eine Verbrennungsanlage und das Geld ist weg. Die für den Bau zuständige Regierung hat immerhin einen Schuldigen gefunden, den Bürger. Es gibt ja immer wieder Auseinandersetzungen. Ständig haben Anwohner rebelliert, wenn eine Verbrennungsanlage irgendwo gebaut werden sollte. Und so gibt es gewisse Schwierigkeiten, den Bau solcher Anlagen durchzusetzen. Auch jetzt gibt es gerade wieder Streitigkeiten, wo und wie man eine Verbrennungsanlage errichten könnte. Die Bevölkerung ist aus einem ganz einfachen Grund dagegen. Weil sie sich fragt, wird dort wirklich der Müll verbrannt, der dort auch verbrannt werden darf? Oder verbrennt die Camorra in ihren Verbrennungsanlagen alles, was sie will? Und diese Frage kann sich durchaus aufdrängen in unserer Region, in der die Schafe missgebildet zur Welt kommen und ein frischer Pfirsich nach Säure schmeckt, weil der Boden völlig verseucht ist. Seit 1994 hat Neapel zur Bewältigung seines Müllproblems insgesamt 251 Millionen Euro von der EU erhalten. Ein Großteil davon ging an die Müllunternehmer.